Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und auch wenn ich heute ausnahmsweise mal wieder meine Dienstkleidung anhab, nein, wir haben nicht Freitag. Meistens mache ich ja freitags die Videos, wenn ich in meiner Dienstkleidung bin, weil ich dann früh zu Hause bin. Nee, wir haben es tatsächlich schon 18 Uhr, es ist Donnerstag. Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, ein bisschen zu bauen. Und da ich heute eine Besonderheit habe, ist das heute auch mit dem Bauen gar nicht so schwierig, denn wir bauen nicht alles heute. Denn heute geht es nicht um ein, nicht um zwei, nicht um drei, nicht um vier, nicht um fünf, nicht um sechs Sets, sondern um ganze sieben Sets. Genau, wir haben sieben Sets hier gerade auf dem Tisch. Und das sind sechs kleinere und ein etwas größeres. Und das etwas größere ist mit einem dicken Kater. Jetzt seht ihr da schon den Schriftzug Playerit oder Playerit. Ja, das ist eine Marke, die den meisten wahrscheinlich noch gar nichts sagt. Denn eigentlich ist es keine richtige Marke. Es ist eine Untermarke, so kann man so sagen, von Slubak. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, denn jetzt kommt das Lustige. Wir haben hier ein großes Set von Slubak. Und hieran kann man schon fast erahnen, von wem das kommt. Denn es gibt nur wenige, die das machen. So ein kleines Glücksbringerchen mit dabei schicken. Und in dem Fall war das der liebe Chen Loi von Your World of Building Blocks. Denn was viele nicht wissen, ich glaube, der ein oder andere YouTuber, den ich auch gerne gucke, der sagt immer Loi. Ich glaube, er weiß gar nicht, dass das sein Nachname ist. Denn ich habe ja so ein paar Kontakte nach China und unter anderem auch ihn. Und ich weiß aus der Quelle nämlich von einigen, die mir das gesagt haben, dass in Asien, beziehungsweise in Ostasien, wo auch China und so zugehört, in sämtlichen Schriften, wo ein Name geschrieben wird, immer erst der Nachname geschrieben wird und dann der Vorname. Und so wird man auch dort angesprochen. Erst der Nachname, dann der Vorname. Ja, und wenn man dann Loi Chen liest, dann denkt man halt, der heißt Loi mit Vornamen. Ist aber falsch. Loi ist sein Nachname. Chen heißt er. Ja, und er verschickt diese hübschen Glücksbringer. Und dementsprechend habe ich von ihm natürlich auch diese sieben Sets. Jetzt kommt aber, was ich so lustig finde. Wie gesagt, das hier ist eine Untermarke von Slubak. Man kann es auch hier dran erkennen, die M38. Denn M38 ist auch auf Slubans Steinen wiederzufinden. Und das werden wir auch gleich bemerken. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob wir es jetzt gleich bemerken, aber im Laufe dieses Videos, weil ihr seht ja jetzt alles hintereinander, aber ich werde wahrscheinlich nicht mit diesem großen anfangen. Das ist für heute mir zu viel. Wir kommen zu den anderen Sets und jetzt kommt nämlich das Lustige. Die anderen Sets, es wird einmal kurz laut. Die anderen Sets kommen aus der gleichen Fabrik, haben aber einen Unterschied. Die sind übrigens alle mit Lizenz, denn diese Firma, die rausgebracht hat, hat die Lizenz dafür. Aber jetzt guckt mal, was hier für ein Name steht. Komisch, da steht Slubak. Ja, Playerit ist Slubak. Und ich weiß nicht warum, die kleinen Sets, diese sechs kleinen, die sie haben, die bringen sie mit der Originallizenz mit Nickelodeon und Garfield auf Slubak raus. Und die anderen bringt sie, also die große hier, wird rausgebracht unter Playerit und da wird Nickelodeon nicht mehr erwähnt. Und auch Garfield wird hier nicht erwähnt. Ich verstehe es nicht. Die haben die Lizenz, wie man hier ja deutlich sehen kann. Und es ist exakt die gleiche Firma. Es kommt aus der gleichen Fabrik. Die Steine kommen aus ein und demselben Maschine. Ich verstehe es nicht. Ich habe da keine Erklärung für. Aber ich dachte mir, ich packe die alle zusammen in ein Video, weil es sind nur kleine Sets. Das hier waren, glaube ich, irgendwie 400, 500 Teile. Und das hier ist nicht der Rede wert. Das sind nur so ganz kleine Minis. Aber halt mit Minifiguren. Mit lizenzierten Garfield-Minifiguren. Das finde ich so cool. Ja. Und
teilweise bedruckt, teilweise Transferdrucksticker. Und Transferdruck liebe ich ja. Und das meine ich positiv. Und was ich nicht liebe, da muss ich aber jetzt leider durch, sind Faltblattanleitungen. Aber ja, ich mache mal hier eine zum Vorzeigen auf. Die ist ganz einfach gestaltet. Schlicht weiß im Hintergrund. Und es wird auch nichts verblasst. Doch, 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 doch. Ich nehme alles zurück. Was bereits gebaut wurde, wird verblasst dargestellt. Beziehungsweise, so wie es aussieht, gelblich, egal welche Farbe es hatte. Ich schaue mal gerade, ob man das irgendwo sehen kann. Weil das jetzt natürlich jetzt alles weiß. Nee. Kann ich nicht erkennen, weil das wirklich alles weiß ist. Habe ich mir ein tolles Set rausgesucht. Ne? Die ganze Badewanne, alles was da drin gebaut wird, ist weiß. Das Einzige, was nicht weiß ist, sind die Blubberblasen und das Wasser. Aber da die zum Schluss erst reinkommen, kann ich nicht sagen, ob das... Doch, hier, an Garfield kann man es erkennen. Hier wird Garfield in die Wanne gesetzt. Ja, es schimmert jetzt von der Gegenseite etwas durch. Und hier, da... Ist Garfield in der Wanne, aber verblasst. Kann ich jetzt leider kaum zeigen, weil das... Ah, kann man es erkennen? Da sitzt Garfield verblasst drin. Das heißt, es wird farblos quasi im leichten Gelbton verblasst dargestellt. Ist aber recht gut zu erkennen. Ja. Und da das Slubern ist, haben wir jetzt hoffentlich jede Menge Teiletrenner. Bei den kleinen Sets kann es natürlich sein, dass keiner dabei ist. Aber... Bei dem großen weiß ich es nämlich schon. Da ist auf jeden Fall einer bei. Jetzt will ich hier nichts vermissen. Denn wir haben hier nämlich wieder dieses hübsche Krokodil. Diesmal in grün-weiß. Kann man jetzt noch kaum erkennen, aber da ist es. Damit ist das jetzt mein drittes Krokodil. Und die dritte Farbe. Beziehungsweise muss ich aber erwähnen, mein zweites Luban-Krokodil. Ich habe ja bisher nur eins, das originale grüne. Und das andere ist ja eine dreiste Kopie von irgendeinem anderen Hersteller gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Hersteller es war, aber es war auf jeden Fall ein anderer. Ja, jedenfalls freue ich mich hier schon auf dieses Set und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, das Video läuft gerade mal etwas über 2 Minuten und da musste ich schon unterbrechen, weil hier schon einiges ist, was ich doch berichten will. Wir haben hier, wie man erkennen kann, Sluban-Teile. Ne? M38, daran erkennt man es. Aber die sind ja auch auf Sluban ausgeschrieben, von daher ist es da ja auch nicht verwunderlich. Was ich aber sagen wollte ist, wir haben hier das gleiche Weiß wie bei Kobi. Das ist dieses schöne Polarweiß. Wir haben eine Top-Klemmkraft, was ja bei Sluban früher mal nicht so war. Mittlerweile sind die ja echt gut geworden. Und wir haben viele besondere Teile. Wir haben hier eine besonders abgeschrägte Slope. Wir haben auch das nochmal in kleiner, in besonders abgeschrägt. Also Sluban hat echt viele verwunderliche Teile. Hier so ein kleiner... Ist im Prinzip wie eine Pflanze, nur kleiner und dann in Trans Clear. Ist sehr schlüpfrig. Dann haben wir hier, habe ich schon rausgelegt, haben wir hier so 1x1 mit Noppe an der Seite, aber in 2 Plates hoch. Auch sehr interessant. Dann haben wir hier eine durchsichtige Eierschale. Und was hatte ich noch gesehen gehabt? Achso, und wir haben, ja, den haben wir auch nochmal in 1x2, die mit 2 Plates hoch. Und was wir noch haben, außer Inverted Tiles, die ja auch nicht so häufig bei Leuten, bei gewissen Leuten, bei gewissen Firmen benutzt werden. Hier, wir haben Brew. Brew for life. Das Set kann noch so klein sein, aber wir haben Brewsteine. Und wir haben die Armaturen, das konnte man jetzt in der Anleitung schwer erkennen. Die Armaturen sind Metallic Silver. Dieses schöne, matte Chrom quasi, wie ich immer sage. Ich weiß, sie heißen Metallic Silver, aber
Ich sage immer mattes Chrom, weil das trifft es genau. Dann weiß man sofort, was gemeint ist. Es hat diesen Chromglanz, aber in matt. Ja, und die Figur ist natürlich vollständig bedruckt. Ne? Das gehört sich ja so. Die wird aber erst zum Schluss gebaut, genau wie die Armaturen erst zum Schluss kommen. Ja, das wollte ich nur einmal vermeldet haben, weil das ist ja doch vielleicht ganz interessant. Und jetzt geht's bis zum Ende dieses Sets weiter. Dann werdet ihr allerdings direkt im Anschluss das nächste Video sehen. Denn ich baue jetzt nacheinander die kleinen Sets. Und dann gibt es aber das Review von den kleinen Sets erst zusammen, wenn das große auch fertig ist. Die mache ich dann alle zusammen hintereinander. Und ja, jetzt kommen erstmal nur die Aufbauten und die Zwischensequenzen, wenn ich was Besonderes habe. Weiter geht's. Ich mache jetzt doch mal einen ganz kurzen Cut hier, nachdem ich die 6 fertig habe. Und das hat echt Spaß gemacht. Schade, es ist leider immer nur der Garfield dabei. Es wäre schön, wenn auch hier und da ein Odin bei gewesen wäre. Aber wir haben immer nur den Garfield. Und was ich besonders schade finde, ist, dass es keine Figur ist, mit der man irgendwie interagieren kann. Das Einzige, was sie kann, ist auf einer Plate stehen, die aber nicht mitgeliefert ist. Nee, hier unten, das ist quasi die passende Größe für eine Noppe. Ich will mal gerade bei den Restbeteilen gucken. Da haben wir was. Da kann man das sehen, die kann man aufnoppen. Das ist dann aber leider auch schon alles. Sie kann nichts in der Hand nehmen. Dafür hat sie nicht die geformten Hände. Sie kann auch sonst nirgendwo Noppen aufnehmen. Und der Fokus spielt gerade nicht mit. Und ja, sie hat zwar die Möglichkeit, dass man sich hinsetzen kann, aber das geht nicht in einem. Deswegen hat jede Figur zwei Torsos dabei. Einer hat die Löcher nach unten, dann kann der stehen. Und einer hat die Löcher nach vorne, dann kann sie sitzen. Man kann die beiden halt umbauen, ne? Von innen sind sie immer gleich. Man kann die dann umbauen. Dafür müsste man den Kopf einmal abnehmen. Und dann kann man hier... Ah, das kriege ich jetzt gar nicht ohne Werkzeug hin. Das ist so gut miteinander verklemmt. Ja gut, aber theoretisch geht es. Mit einem kleinen Cuttermesser oder so kann man den dann auch wieder zum Sitzen bringen. Ich habe ein paar, die sitzen, aber die meisten stehen halt. Das seht ihr gleich. Jedenfalls, das sind alle Teile, die übrig geblieben sind von allen 6 Sets. Klar, ne, bei denen hier bleibt immer einer übrig, weil sitzen und stehen, beide Set, in jedem Set jeweils können die sitzen oder stehen und ich habe mich immer für eins entschieden. Ja, fangen wir an mit dem zuletzt gebauten. Da haben wir hier ein kleines Bettchen. Da hat der liebe Garfield die Augen zu und die Bettdecke ganz eng gezogen. Und das Lustige ist, das Kopfkissen liegt hier hinten und der Teddybär sitzt daneben. Und ja, er liegt dann quasi am Fußende. Und es sieht auch so aus, ne, dass, als wenn das hier das Kopfteil ist. Also folglich hat sich Garfield da scheinbar das Bett von seinem lieben Herrchen
gekrallt und liegt da verkehrt rum drunter. Ja, finde ich ganz niedlich. Das ist die Anleitung dazu. Da seht ihr die Seriennummer, falls ihr die haben wollt. Und das war ganz nett zu bauen. Die Farben, wie gesagt, die Sluban hier verwendet und hier, die verwenden viel Inverted Tiles. Das finde ich sehr gut. Das gibt auch viel Stabilität und gibt eine bessere Optik. Und die Farben, die hier verwendet werden, sind echt cool. Wir haben hier so ein korallenfarbenes Rot. Und das hier ist wirklich Polarweiß. Das ist das schönste Weiß, was man benutzen kann in Klemmbaustein. Leider tun das nur Sluban und Kobi. Und die anderen, ja, ich wüsste jetzt keinen weiteren, ups. Ich wüsste jetzt keinen weiteren, ja, klar, was ich noch erzählen wollte. Also ich wüsste keinen weiteren, der Polarweiß benutzt. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ich mich da jetzt irre. Ist auch gut möglich, dass ich den schon in der Hand hatte und gebaut habe, aber ich mich gerade nicht dran erinnere. Aber was man nicht machen darf, ist, wenn man das hier so stehen hat, hier drauf drücken. Denn dann löst man hier das Kopfteil, weil das nur aufgesetzt ist. Und das ist halt minimal höher oder tiefer als das mittlere Bettteil, logischerweise. Denn es soll ja auf den Füßen stehen. Und das sieht dann halt dementsprechend auch gut aus. Ja, das war der schlafende Garfield. Dann kommen wir zum badenden Garfield in der Kaffeetasse. Das finde ich auch total süß gemacht. Ich weiß nur nicht, wofür diese C-Clamp hier sein soll. Das erschließt sich mir hier nicht. Ist hier auch nicht sichtbar. Scheinbar bleibt die so offen, wie sie ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da was vergessen habe. Nö, da kommt nichts mehr. Die bleibt tatsächlich so. Ich weiß nicht, wofür die C-Clamp ist, aber sie ist da. Obwohl, das könnte eine Hand andeuten vielleicht von ihm. Das ist möglich. Ja, das finde ich auch ganz lustig. Auch die Tasse ist echt cool gemacht. Mit einer kleinen Untertasse. Und auch da gibt es wieder eine Figur extra dazu. Jedes Mal, wenn nur ein Kopf benötigt wird, das haben wir hier beim Bett, das haben wir hier bei der Tasse und bei noch einem weiteren. Jedes Mal, wenn das der Fall ist, ist der Kopf extra und eine gesamte Figur nochmal zusätzlich. Das finde ich richtig cool. Ja, das war dann das zweite. Und zwar die Kaffeetasse. Ja. Kommen wir zum dritten. Das Popcorn. Das ist auch richtig cool. Und ich habe eine Kleinigkeit geändert. Seht ihr gleich. Denn normalerweise, kann ich euch das hier nochmal kurz zeigen, liegt hier unten noch Popcorn. Weil ich aber nicht jetzt loses Popcorn hier rumfliegen lassen wollte, habe ich eins hier oben drauf noch gesetzt und eins hier oben drauf noch. Und von den Teilen, die übrig sind, habe ich hier noch was hingesetzt, dass der ein bisschen zugebauter aussieht. Ja. Die Köpfe sind immer die gleichen, nur anders bedruckt. Das ist halt bei ihm ganz einfach. Entweder man bedruckt zu Augenlider oder halb zu oder man bedruckt sie halt weiß, dann sind sie offen. Hier hat man jetzt den perfekten Vergleich, weil die Figur ist ja auch wieder dabei. Der Kopf ist immer exakt gleich, nur anders bedruckt von den Augen. Ja, was die auch sehr gut schaffen, das konnte ich jetzt vorher noch nicht zeigen, weil erst hier haben wir jetzt wirklich Sticker. Denn das hier, habe ich vergessen zu erwähnen, das Coffee ist ein Druck. Und sonst hatte die hier keine Aufkleber und das Bett hatte auch keine Aufkleber. Hier kommen wir jetzt zu den ersten Stickern und fällt euch das auf, dass das ein Sticker ist? Kaum, ne? Weil er hier oben leicht schief ist, ja. Wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, der ist leicht schief und dann erkennt man auch, dass das ein Sticker ist. Aber von Weitem würde ich jetzt sagen, sieht man es nicht. Die treffen die Farbe echt verdammt gut. Ja, es ist eine ganz leicht andere Farbe, aber wirklich nur minimal. Das sieht eher aus wie eine Farbabweichung. Ein Druck mit Farbabweichung, würde ich sagen, von der Entfernung. Und das finde ich echt cool. Das finde ich richtig cool. Ja, achtet nicht so sehr auf meine Fingernägel. Ich müsste die hier eigentlich auch längst abhaben. Aber ich habe es bei dem versucht. Das war sehr schmerzhaft. Bei denen sind sie alle abgegangen nach der Zeit. Ja, jetzt sind sie leider Acryl geschädigt. Aber das Problem ist, ich habe keinen Entferner mehr, um die runterzukriegen. Ich lasse die jetzt so lange auswachsen, bis die auch langsam abgehen wie hier. Ja, ist halt so. Wenn man mit Gelnägeln arbeitet, muss man dieses Risiko eingehen. Die sind jetzt schon
5 oder 6 Wochen drauf. Und den habe ich jetzt auch erst in dieser Woche verloren. Beziehungsweise abgefeilt. Man kann hier richtig sehen, dass ich da, ja, der ist schon ziemlich kaputt gegangen, weil ich habe es echt versucht zu feilen und das war nicht so toll. Aber die hier sind alle nacheinander abgegangen. Die haben dann irgendwann Luft gezogen und dann waren sie weg. Ja, kommen wir zum nächsten Set. Und zwar sein Sessel mit Büchern. Ich hätte jetzt eine Lasagne vorgezogen. Ach ja, das ist das nächste. Hier wird Garfield mit Popcorn in Verbindung mit, was er am liebsten isst, abgebildet. Das ist im asiatischen Raum auf Popcorn in den Comics mal geändert worden, weil die Chinesen nicht so für Lasagne sind. Ne? Ja, das ist da eher unbekannt und eher fremd und deswegen hat man sich dort für Popcorn entschieden. Deswegen ist hier in diesen ganzen Sets von Garfield auch eher Popcorn zu sehen und keine Lasagne. Bei uns kennt man es ja nun mal mit Lasagne, ist bei denen nicht so. Das ist also, hat regionale Gründe. Ja, jedenfalls hier haben wir dann 3 Bücher. Es sind alles Aufkleber und hier sieht man auch, dass es wieder eine leichte Farbabweichung hat, aber die ist wirklich nur marginal. Und wir haben auch innen einen Sticker mit einer Buchseite. Das Lustige ist, man hat hier die zugeklappten mit nur einer Buchseite aus einem folgenden Grund. Und die müssen auch immer genau in die gleiche Richtung zeigen, weil sonst können die nicht klappen. Dann gehen die nicht ganz zu. Und hier kann man das jetzt wunderbar zeigen, weil die gehen beide jetzt in die gleiche Richtung, wenn ich sie zumache, in gegenseitige, nicht in die gleiche. Und mit 2 Seiten drin geht es dann auch nicht zu. Ne, mit 2 Seiten in weiß drin. Hier ist ja nur eine, wie ihr seht. Und dann ist hier quasi die Rückseite statt der Vorderseite. Und dementsprechend kann man das klappen. Und jetzt kommt ein Teil, was richtig cool ist. Das kannte ich so auch noch nicht. Eine doppelte C-Clamp. Mit der verbindet man diese Plate Modifieds, oder in diesem Fall Teil Modifieds. Das sind ja keine Plates, denn sie haben ja keine Noppen außen. Ne, hier ist ja glatt, deswegen ist es eine Teil Modified mit Griff. Und dann halt die Bücher. Und dieses Buch soll man ihm eigentlich laut der Anleitung, als Vorschlag gemacht wurde das zumindest, auf den Kopf setzen. Das funktioniert aber nicht, weil der hat ja nirgendwo die Möglichkeit, dass man irgendwas anklemmen kann. Denn lustigerweise, hier liegt es auch nur doof rum. Doof rum ist gut. Und hier chillt er auf dem Sessel quer und dann liegt es da so halb runter. Das finde ich übrigens auch eine tolle Ansicht. Ja, man kann die halt positionieren, wie man möchte. Ne? Das ist halt eine richtige Minifigur, könnte man hier jetzt hinsetzen. Ach ja, übrigens auch dieses Lila ist eine richtig tolle Farbe. Gibt es so auch nicht bei den Dänen. Das geht schon fast ins Blau, ist aber lila. In der Kamera kommt es tatsächlich blauer rüber, als es ist. Das ist ein richtig toller Farbton. Ja, jedenfalls, er kann sich ja dann auch hier so hinsetzen und dann so schräg chillen und dann hat er hier so die Bücher liegen. Da bleibst du wohl sitzen. Ja, das ist halt, ne, er hat keine Noppen dort. Der kann nur so sitzen, wie er. Ach. Er kann nur so sitzen, wie er halt positioniert wird, aber er hat dann keinen Halt. So, die Bücher können wir hier so drapieren und das hier dann so halt. Geht halt. Ich merke schon, das Video hier wird verdammt lang. Dann haben wir hier wieder eine stehende Figur. Ich merke gerade, doch eine sitzende haben wir ja. Die brauchen wir nämlich gleich einmal kurz. Dann haben wir hier einen Kühlschrank. Am Kühlschrank hängt ein Kalender. Und der hängt, weil hier nochmal ein Sticker ist. Man sieht hier wieder die ganz leichte Farbabweichung. In der Kamera kommt es tatsächlich stärker rüber. Wenn ich an der Kamera vorbeigucke, sehe ich nicht, dass das da eine andere Farbe hat. Da muss man schon ganz genau hingucken. Aber es sieht so aus, als wenn das Schild da dran hängt. Dabei ist das ein Aufkleber. Dann kommt die Plate. Von oben kann man es nämlich sehen. Das ist nicht verbunden. Das macht einfach nur der Winkel, dass es so cool aussieht.
Und hier oben haben wir einen kleinen Kaktus oder eine Sukkulente, aber ich würde eher sagen Kaktus. Und ja, auch das ist richtig cool gemacht. Das ist einfach nur ein Zahnrad in einem kleinen Topf. Ist richtig cool. Ja, den können wir auch aufmachen. Und da habe ich jetzt die ganzen Restteile aus diesem Set reingepackt. Denn lustigerweise, wir haben hier einen Apfel, wir haben hier eine Banane, wir haben hier zwei Fische. Und wir haben ja einen 1x1 braun in 1x1 round in braun. Und fragt mich nicht wofür. Also diese drei Teile, ja, die sind übrig. Das sind halt Ersatzteile. Dieses Teil ist aber, ja, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nirgendwo gesehen, wo das vorkam. Also, tja. Keine Ahnung, wofür der dabei war. Und wie gesagt, die hier, ja, die kann man jetzt hier so lose reinlegen. Man kann aber auch stattdessen den sitzenden Garfield nehmen und hier reinpacken. Das passt nämlich theoretisch. Ach so, Moment, nicht ganz. Mit dem da hinten dran geht das nicht. Aber dann kann man den hier reinsetzen und kann dazu machen. Und dann sitzt der Garfield im Kühlschrank. Theoretisch kann man ihn jetzt auch noch mit Essen vollstopfen. Upsi. Da will ein Fisch abhauen. So. Ne? Ach. Der hat den so schön auf dem Schoß gehabt. Ich wollte euch das zeigen. Zapp. Sitzt da im Kühlschrank. Der kleine Garfield. Kleine pummelige Garfield. Ja. Aber die stehende Figur gehört dazu. Und bei dem gibt es dann halt auch nur eine Figur, so wie bei dem Sofa, denn das ist ja eine vollständige. Wenn man aber nur den Kopf braucht, dann ist halt immer noch eine Zusatzfigur dabei. Dann haben wir auch hier das Set davon. Ich weiß wo. Hier unter der Keule, da wurde ein 1x1 in Braun verwendet, um die Keule drauf festzumachen auf der Schüssel. Davon ist der auch übrig. Alles klar, ja, ich erinnere mich. Ach, man vergisst so schnell Sachen. Hier haben wir eine hübsche laufende Brause. Da sitzt der liebe Garfield nämlich in der Badewanne. Und ja, der wurde hier dann einfach zugeschüttet mit blauen und weißen bzw. transparenten 1x1 Round und so ein paar Blubberbläschen. Und dann haben wir hier einen richtig schön designten Wasserhahn, denn das ist nicht dieser typische, wie man ihn von Lego kennt, sondern das ist richtig angedeuteter Wasserhahn. Hier oben mit dem Drehventil und dann halt mit einem ganz kleinen Auslass vorne. Ich weiß gar nicht, ob der Fokus das hinkriegen wird. Doch, man kann es erkennen. Der hat also einen ganz kleinen Knubbel vorne am Ende. Das ist ein richtig toller Wasserhahn. Ja, und die Brause, die ist auch ganz interessant. Ich hoffe, ich kriege das heile auseinander. Hier unten ist klar, das ist einfach nur ein Cone. Das hier ist ein Würstchen, allerdings speziell mit einem ganz kleinen Stift hier oben dran. Und der ist auch wichtig, denn damit geht das hier in die Brause. Zack. Richtig toll designt. Finde ich richtig cool. Ja, und da liegt der Garfield halt mit so einem, ja, weiß ich nicht. Wie er guckt. Wie guckt er denn? Leicht entspannt, leicht geschmollt. Jedenfalls hat er da einen ganz anderen Blick als bei den anderen. Denn hier hinten haben wir ja einen leicht schläfrigen, den er auch bei den Figuren hat, die zusätzlich dabei sind. Dann hier einen sehr wachen. Hier ist er auch eher leicht schläfrig. Ja, hier ist er total besessen. Und hier ist er halt am Schlafen. Ja, das waren die sechs Sets und damit korrigiere ich jetzt auch nochmal, denn wir machen dann hier jetzt einen Cut. Das ist ja sonst viel zu lang. Wir haben ja jetzt schon echt viel Minuten, über eine halbe Stunde müsste es jetzt schon sein. Und, oder fast eine halbe Stunde. Auf jeden Fall sind wir nah dran an der halben Stunde. Und dementsprechend mache ich hier jetzt einen Cut. Es bleibt bei diesen sechs Sets für dieses Mal. Aber es wird in nicht allzu großer Ferne dann auch das große Set geben. Vielleicht direkt beim nächsten Mal. Schauen wir mal. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleinen Slughorn Garfields zu sehen. Und ja,
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vielleicht auch ein schönes Wochenende. Wer weiß, wenn ihr es direkt pünktlich guckt, dann ist es ja so. Denn samstags kommt ja dieses Video raus. Und wir sehen uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und klickt die Glocke an, dann bekommt ihr auch immer eine Info, wenn ich was Neues für euch habe. In diesem Sinne, baut rein und bis zum nächsten Mal.